Ob Silicon Valley, Silicon Wadi oder vielleicht auch bald Silicon Vienna. Mit rasender Geschwindigkeit werden derzeit neue Geschäftsmodelle entwickelt, Startups gegründet, virtuelle Ökosysteme geschaffen. Doch der digitale Gründergeist stellt Gesetzgeber beim Steuerrecht vor neue Herausforderungen. Ist die digitale Betriebsstätte eine Lösung? Brauchen wir eine Wertschöpfungsabgabe? Kommt die europäisch einheitliche Besteuerung von Konzernen? Und vor allem, was ist ein gerechtes Steuersystem? Bei Face Tomorrow, einer Veranstaltung des Beratungsunternehmens TPA am 13. Juni 2018 im Haus der Industrie, diskutierten daher Steuerexperten und Unternehmer, wie die Geschwindigkeit der Entwicklung des Steuerrechts an die digitale Geschäftsmodelle angeglichen werden kann. Eine Online-Befragung unter den Anwesenden machte den Wunsch nach massiven Veränderungen offenbar. 70% wünschten sich eine Revolution im Steuerrecht. Und wie sehen das jene Experten, die am Podium mit Moderator und WK Industriemedien-Herausgeber Hans-Florenz Sangerl diskutierten? Brauchen wir eine Revolution im Steuerrecht? Aus meiner Sicht nein. Es ist sicherlich ein Feintuning notwendig, aber an den Grundsätzen der Steuersystematik, da glaube ich, gibt es relativ wenig zu ändern, nämlich so zu ändern, dass man global einen Konsens hat. Ja? Also deswegen glaube ich eher, man muss mit dem, was es jetzt derzeit gibt, arbeiten, das Feintunen, all diese Inkonsistenzen, die es noch gibt, versuchen zu beseitigen und einfach stärker zu versuchen, es Unternehmen einfacher zu machen, compliant zu sein. Also aus meiner Sicht brauchen wir schon eine. Es passiert so viel an Veränderung rund um uns, an Wertschöpfungsketten, an Digitalisierung, auch an Mobilität der Arbeitskräfte, der Arbeit an sich, dass es notwendig sein wird, auch die Steuersysteme darauf einzustellen. Wenn Revolution bedeutet, dass wir nicht innerhalb des Systems reformieren, sondern das System an sich in Frage stellen, dann brauchen wir eine Revolution und dann werden wir sie auch bekommen. Ich glaube, wir brauchen keine Revolution, wir brauchen eine Evolution und wir brauchen ein System, wo Gesetze besser durchdacht werden, geplant werden, konzipiert werden, und zwar sowohl auf österreichischer als auch auf unionsrechtlicher Ebene. Wir müssen Antwort finden auf sinkende Lohnquote, digitalisierte Wirtschaft, Shared Economy. Das sind alles Dinge, wo uns Besteuerungssubstrate entgehen. Und da, glaube ich, ist es sinnvoll, nachzudenken über neue Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Dr. Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellen Vereinigung, beleuchtete in seiner Keynote dann die konjunkturellen Herausforderungen der Zukunft und skizzierte, wie unsere Volkswirtschaft sich insgesamt durch Digitalisierung verändern wird. Was ist das Fazit der Diskussion? Alles sehr kompliziert. Wir brauchen mehr avantgardistische Diskussionen, die wir anschließend in einem anderen Format in die Breite ausrollen. Ein wahnsinnig mächtiges Thema, das man in der kurzen Zeit, glaube ich, nicht umfassend bewältigen kann. Und sehr viele Aspekte, von denen man sich dem nähern kann. Ja? Auch wenn in Summe, glaube ich, keiner so richtig an die Revolution im Steuerrecht glaubt, aber schon glaubt, dass es Nachbesserungen braucht. Ja? Naja, dass man eigentlich über die Körperschaftssteuer im Volumen gar nicht viel gesprochen haben. Das heißt also, das ist nicht wirklich das Problem. Ich halte Payroll-Tax für entscheidend. Ich halte auch die Frage der Nachhaltigkeit, also der Ressourcenbesteuerung im Energiebereich, für ganz zentral für die Entwicklungen. Und noch einmal, wir müssen eine Antwort geben auf diese neuen möglicherweise bedrohenden Entwicklungen. Ich habe es sehr interessant gefunden, weil wir ja sowohl über juristische und ökonomische Fragestellungen diskutiert haben. Wir haben unterschiedliche Expertise am Pendel gehabt, die notwendig ist, um das Thema zu beackern. Und es hat einfach gezeigt, es gibt keine einfachen Lösungen. Und egal in welche Richtungen man denkt, es gibt immer Ecken und Haken dabei oder Ecken und Kanten letztlich dabei bei jeder dieser Lösungen. Also die ideale Lösung gibt es nicht. Es ist letztlich eine Abwägung von verschiedenen Alternativen, die alle ihre Vor- und Nachteile hat. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst sein. Für die Gastgeberin von Face Tomorrow ist indes klar, dass die Komplexität steuerrechtlicher Fragen das Interesse an solchen Veranstaltungen nicht abebben lassen wird. Weil es uns ein Herzensanliegen ist, nicht nur das Daily Business abzuwickeln, sondern Begleiter unserer Kunden zu sein. Dazu gehört Netzwerken, dazu gehört aber auch, an die Zukunft zu denken und wie könnte die Zukunft ausschauen. Und Digitalisierung, kein Thema, eignet sich dazu mehr.
Mein persönliches Fazit ist, dass es noch viele, viele solche Diskussionen geben muss, auch in solchen Rahmen, auch mit solchen Podiumsteilnehmern, wie eigentlich die Zukunft ausschaut, weil wie wir gehört haben, man ist ja, da gab es noch viele Themen, die nicht besprochen wurden. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Themen irgendwann mal ausgehen könnten? Nein, es sprudelt über und ich glaube, so viele Veranstaltungen können wir dann auch wieder nicht machen.